Hi, ich bin Gregor und ich bin hier bei Industry Insider. Ja, ich bin wie gesagt Gregor und ich mache in erster Linie Künstlermanagement und betreibe mit drei Geschäftspartnern das Plattenlabel Checkmate Collective GmbH. Wie gesagt, Künstlermanagement, wir machen Videoproduktionen, wir produzieren Merch, wir veredeln Merch, wir haben mit verschiedenen Live-Agenturen Deals, wo wir Live-Geschichten machen und Konzerte veranstalten und Touren buchen. Eigentlich alles rund um das Thema Musik im Rap-Bereich. Genauer gesagt mache ich einmal das Thema Checkmate und dann gibt es natürlich die Bolo Boys. Das sind so die beiden Hauptbereiche, wo ich gerade aktiv bin. Also bei den Bolo Boys ist es Marco, Two Block for Fiji, Bashlik Meister, Loco Candy, Fella und Janet Messer und eigentlich ja auch Sam Davis, der aber gesigned ist bei Checkmate. Und dann haben wir bei Checkmate natürlich noch Negativ OG. Dann haben wir Young Vision, Slex, Ben Übermensch, Francis, Psycho Dino, Skinny Boy. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Aber wir arbeiten natürlich auch mit vielen anderen Leuten zusammen. Ich arbeite zum Beispiel auch mit dem Biebitzhaus Wien zusammen. Ein sehr, sehr netter Kerl, der Franz. Ich mag ihn sehr gerne. Ja, und man hat ja auch so Überschneidungen, ne? Dass man mit vielen anderen Camps, mit denen man befreundet ist, arbeitet. Dass man mit Managements zusammenarbeitet. Der allseits sehr beliebte Jan Rode, den ich sehr gerne mag, mit dem arbeite ich viel zusammen. So hat man ja überall an der Stelle Überschneidungen. Ja, dann habe ich da so ein bisschen immer mit Musik zu tun gehabt und habe dann auch irgendwann mal mit so einer Rockband in Braunschweig gearbeitet. Die ist aber jetzt auch nie wirklich über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden. Den wünsche ich das natürlich, ne? Aber bisher ist das nicht passiert. Und ja, dann habe ich irgendwann beim Einkaufen einen Freund von mir getroffen, mit dem ich auch mal 2010 zusammen nach Braunschweig gezogen bin. Dann hat er sich ein bisschen aus den Augen verloren und der Alex, der lief mir über den Weg und sagte, ey, machst du noch so viel mit Musik? So, und der Fun Fact dabei ist, hier schließen sich auch wieder Kreise. Der Alex, der hat damals bei der Hanfbar, bei unserem lieben Freund Badia, geholfen, diesen Hanfblütentee abzupacken, hat sich da was dazu verdient. Und der Sin Davis, der hat das auch gemacht. Und dabei haben die beiden sich kennengelernt. Und der Sin Davis hat natürlich dem Alex seine Musik gezeigt, der mir wiederum den Link geschickt hat. Das war ein Samstag, ich hatte eh nicht viel zu tun. Bin zu mir in die Wohnung und das war Scheine zählen von Negativ OG und Sin Davis. Das hatte damals irgendwie an dem Tag 2.000, 3.000 Aufrufe auf YouTube. So mein Dick, während ich die Scheine zähl, ja, BFG die Klick, ja, sie wollen es nicht verstehen. 24-7 in der Gegend unterwegs, ja, Brudi, ja, sie. Ich habe das gesehen und dachte, was, die kommen hier aus der Region, mega krass, und habe die halt angeschrieben. Dann habe ich mich eine Woche später mit Sin Davis auf der Skaterbahn im Westpark in Braunschweig getroffen. Wir haben uns halt sofort super verstanden. Ein Wochenende später kam dann noch der Negativ dazu. Und 3 Monate später haben wir zusammen eine GbR gegründet. Im Übrigen werde ich das ja viel gefragt, wie gründet man ein Plattenlabel? Ne? Du nimmst 50 Euro mit, gehst zum Gewerbeamt, sagst, du bist jetzt ein Plattenlabel, das heißt so und so, und schon bist du ein Plattenlabel. Einfacher als man denkt. Einfacher als man denkt. Naja, gut, erstmal würde ich sagen, dass wir schon ein Team sind, was wirklich gutes Know-how hat. Also du musst natürlich, umso größer du wirst als Künstler, du kannst ja irgendwann nicht mehr alles alleine stemmen. Wie willst du diese ganzen Anfragen, Videoproduktionen, darunter leidet ja auch dann die Kunst. Willst du, ich meine, du musst so einen Künstler in so einem Umfang wie ein mittelständisches Unternehmen behandeln. Da sind ja auch Umsätze wie bei einem mittelständischen Unternehmen. Und kennst du ein mittelständisches Unternehmen, was Millionen Umsätze fährt, wo eine Person arbeitet und alles macht? Die Buchhaltung, das Management, die Produktion, die Videos, das Marketing, alles alleine? Also viele versuchen das, sind auch sehr gut, aber irgendwann kommst du an deine Grenzen. Und da sind wir natürlich ein Label oder auch im Hintergrund die Managementfirma, die dort Hilfeleistungen bieten kann. Und ich denke, dass wir dort überzeugende Arbeit geleistet haben, sonst würden ja die Künstler nicht langfristig mit uns arbeiten. Und es würde, denke ich, dann auch nicht außer Frage stehen, dass man sich nicht trennen wird, sondern es ist ja ganz klar, dass man merkt so, ey, das passt und es macht schon Sinn, dass wir so arbeiten. Du kannst bis zu diesem Punkt kommen, aber dann wird es so viel, dass du ein Team brauchst. Sonst kannst du als Künstler irgendwann gar keine Musik mehr machen, wenn du nur noch mit Abrechnungen von Videodrehs und was weiß ich beschäftigt bist. Und tatsächlich hat ja auch nicht von uns jeder Allround-Fähigkeiten. Also ich bin zum Beispiel selber total schlecht im gesamten technischen Bereich. Ich kann kein Video drehen, aber ich kann es produzieren. Und so brauchst du ein Team, was halt die Fähigkeiten hat, und das bieten wir. Aber natürlich will ich jetzt nicht Werbung für Checkmate sagen und sagen, kommt zu uns. Wir sind sowieso gerade an den Grenzen dessen, was wir arbeiten können. Das ist auch so ein bisschen ein Appell an junge Leute. Ihr könnt das selber machen. Wenn ihr gute Leute habt, dann baut euch ein Team auf. Das ist auch so, was bei Instagram viel an Fragen kommt.
dann sage ich den Leuten, ey, macht's doch selbst. Ihr habt doch pfiffige Leute um euch. So, das geht, es funktioniert, es ist kein Hexenwerk. Das beweisen gerade auch sehr viele. Für mich ist es tatsächlich persönlich, ich als Gregor, ich muss einen persönlichen Draht auf zu den Künstlern haben. Ich kann nicht mit einem Künstler arbeiten, den ich nicht mag und mit dem ich keine Zeit verbringen will. Und dann muss der mich catchen, der muss was Besonderes haben, so, dass ich selber auch Fan bin von seiner Musik. Weil dann kann ich das auf eine Art und Weise arbeiten, wie der Künstler das auch möchte, dass ich seine Vision verstehe. Zum Beispiel jetzt auch aktuell bei den Bolo Boys, wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, das macht einfach durchgehend Spaß, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Und das brauche ich, dass da so ein Wechselding draus ist und nicht, ich bin jetzt ein Manager, ich sehe, da ist ein Künstler, der funktioniert, der hat Zahlen, geil, da kann ich Geld verdienen. Klar will auch ich am Ende irgendwie mal Geld verdienen, ne? Das ist ja, denke ich, logisch, wenn ich eine gute Arbeit mache, dann ist das, denke ich, auch gerechtfertigt. Aber in erster Linie will ich auch einfach Spaß haben mit den Künstlern und meinen Teil zu ihrer Vision beitragen. Das ist für mich wichtig. Du musst natürlich an allen Geschäftsbereichen fair dem Künstler gegenüber, aber du musst natürlich auch sehen, dass das Label sich finanziert, weil sonst, wenn du das falsch angehst, ne, also am Anfang, wir sind ja genauso hemdsärmlich an die Sache rangegangen. Am Anfang denkst du ja, okay, ich kaufe ein T-Shirt ein, das kostet mich im Einkauf 7 Euro. Keine Ahnung, das ist jetzt nicht unsere Zahl, das ist jetzt mal so in den Raum geworfen. Und ich verkaufe das für 25. Dann denkst du dir, geil, Da mache ich ja 18 Euro Gewinn. Das ist natürlich eine komplette Milchmädchenrechnung. Weil du hast ja nicht mit einbezogen, dass du Steuern zahlst, dass du Lagerkosten hast, du hast Logistikkosten, du hast Versandkosten, du willst ja auch einen Designer, der ein Design gemacht hat, nicht abziehen, sondern der soll ja auch bezahlt werden. Ein Künstler kriegt seinen Anteil ab. Das heißt, diese Rechnung funktioniert so erstmal nicht. Und diese Fehler haben wir natürlich auch erstmal alle irgendwie gemacht. So, und dann beginnt ein Prozess, dass du lernst, okay, du musst einfach mehr für ein T-Shirt nehmen als 25 Euro. Wenn dir dann auch noch, was uns sehr wichtig ist, so Fairtrade-Geschichten, dass da keine irgendwie Chemikalien, die nicht gut sind, in so einem Shirt drin sind, dann wird es auch per se schon mal im Einkauf teurer. Das sind ja sehr, sehr viele Detailfragen, die du dann auf alle Geschäftsbereiche irgendwie professionalisieren musst, ne? Weil sonst machst du Minus und das machst du nicht lange. Dann gehst du genauso, wie wir damals mit Ruf eben pleite gegangen sind, gehst du an der Stelle pleite. Und dann hat der Künstler auch nicht viel Spaß daran, weil dann ist ja sein Team nicht mehr da. Das heißt, du musst schon betriebswirtschaftlich an die Themen rangehen und schauen, wo ist ein fairer Split, sowohl für den Künstler als auch fürs Label. Einmal im Streaming-Bereich, da machst du natürlich Geld, du kriegst einen prozentualen Anteil der Streaming-Erlöse des Künstlers. Du ziehst dir einen kleinen Anteil am Merch. Ich bin ein Freund davon, immer fair zu sein, faire Deals mit den Künstlern zu machen. Das über alle Bereiche hinweg. Und im Bestfall baust du dir ein Label so auf, dass du eben nicht nur einen Geschäftsbereich hast, dass du, sag ich mal, dich nur auf Streaming konzentrierst oder dich nur auf Management, sondern wenn du mehrere Säulen hast, dann stehst du auch sicherer da. Dann kann nicht mal eben morgen alles vorbei sein. Weil du hast ja auch Verantwortung für Angestellte, Gehälter, die Zukunft von Personen, mit denen du in den Krieg gezogen bist und die du ja auch nicht auf der Strecke lassen kannst. Also erstmal finde ich, dass Management sowieso immer, ich finde, es sollte keinen pauschalen Managementvertrag geben, sondern das ist immer individuell. Wie arbeitest du mit dem Künstler zusammen? Ne? Also zum Beispiel eine Negativ-OG lässt mich gar nicht so viel machen. Der will sehr viel Kontrolle haben. So, und um auf deine Frage aber konkret einzugehen, ist es ja schon so, dass du viel machst für einen Künstler in Bereichen, wo du gar kein Geld verdienen kannst. Also das geht los von Feel-Good-Management, das gibt es so tatsächlich. Also sagen wir mal ein doofes Beispiel, ein Künstler sagt, hey, pass auf, da kam jetzt gerade irgendeine wilde Kollabo raus, Gucci x The North Face, ich brauche die Klamotten, so, hol mir das. So, wo verdienst du denn? Ich meine, das ist jetzt eine kleine Aufgabe, aber das summiert sich, diese kleinen Aufgaben. Und somit, weil du in anderen Bereichen sehr viel machst, musst du dann an einer anderen Stelle irgendwo auch Geld verdienen können. So, und dann kommt natürlich noch mit hinzu, dass du im Falle des Falles, was sehr häufig vorkommt, ja auch aktiv mit dem Einnahmen des Künstlers im Streaming-Bereich zu tun hast. Das heißt, du bist vielleicht nicht der Texter des Songs, du bist vielleicht auch nicht der, der es rappt, du bist vielleicht auch nicht derjenige, der den Beat produziert hat, aber du machst die ganze Abwicklung. Du hast mit dem Beatproduzenten zu tun, klärst die Rechte, klärst es mit dem Label, siehst zu, dass es eine Medienpräsenz gibt. Du bringst vielleicht Künstler mit anderen Künstlern zusammen, wo Features entstehen und. Da ist ja jede Menge Sachen im Hintergrund. Und da muss es ja dann Bereiche geben, wo du dir auch dann deinen Anteil ziehen kannst. So kommt die Legitimation, dass du auch am Streaming mitbeteiligt bist. Immer in einem fairen Rahmen, meiner Meinung nach. Aber es gibt leider auch genug Gegenbeispiele. Den ziehe ich jetzt so richtig ab. Ja.
Nein, na, guck mal, du musst ja also erstmal, selbst wenn ich so ein Arschloch wäre, hätte ich gar nicht die Chance, weil ich arbeite tatsächlich nur mit Künstlern zusammen, die intelligenztechnisch absolut mindestens auf Augenhöhe sind. Das sind alles total pfiffige Jungs, also die kannst du jetzt nicht mal so eben verarschen, die sind nicht dumm. So, ne? Zweitens sind wir in allererster Linie am Anfang ja alle erstmal Freunde gewesen. Und wenn du mit deinen Künstlern, es gibt Managements, die das ganz anders halten, die sehen das, die trennen das ganz klar, das funktioniert auch. Das hat auch seine Daseinsberechtigung, aber aus meiner Situation heraus, also dann verliere ich auch meine Daseinsberechtigung. Mache ich das einmal, spricht sich das rum und dann will nie wieder jemand mit mir arbeiten. Das ist einfach so. Und gerade die Jungs, die heutzutage so in diesem New Wave-Bereich an den Start kommen, da sind viele pfiffige Jungs. Die kennen sich untereinander, die tauschen sich aus. Und wenn solche Sachen passieren, dann kann ich eigentlich schon absehen, wann meine Karriere vorbei ist. Naja, erstmal ein Feeling für sowas haben, für Musikalität. Also, dass du was hörst und da einen Vibe catchen kannst und auch eine Vision entwickelst, dass du selber siehst, wohin kann das führen. Ne, gerade wenn du mit einem Newcomer arbeitest, dann musst du schon fühlen können, weil du verpflichtest dich dieser Person ja gegenüber. Du gehst ja einen jahrelangen Weg zusammen. So, und dann musst du schon nicht eine Wette abschließen. Natürlich schließt du am Ende auch irgendwo eine Wette ab, aber du musst ja schon ein Feeling dafür haben, kann das funktionieren. Du kannst nicht 10 Künstler arbeiten, die alle nicht funktionieren. Das bringt den Künstlern nichts, das bringt dir nichts, das bringt niemandem irgendwas. Das solltest du schon haben. Du solltest, denke ich, auch vielleicht nicht auf den Mund gefallen sein. Du solltest gut reden können, weil du musst ja dann später auch mit den Major-Labels vielleicht Deals aushandeln und da sitzen dir keine Flachpfeifen gegenüber. Da musst du auch dein Mann stehen können oder deine Frau stehen. Dann ist es wiederum, da sind wir wieder beim individuellen Punkt. Ne? Ich mache mit vielen Künstlern sehr viele verschiedene Dinge und da brauchst du verschiedene Fähigkeiten. Und dann musst du auch auf der anderen Seite deine Schwächen kennen. Dinge, die du nicht kannst, musst du auch einfach einsehen und sagen, ich brauche halt einen Partner wie einen Vincent, einen Arian Jalali, einen Skinny, die einfach viel, viel besser in Bereichen sind, als du selber bist. Aber du solltest auch ein Talent dafür haben, das große Ganze im Blick zu halten, um die Ecke denken zu können, langfristig planen zu können, die Karriere von einem Künstler auch entwickeln kannst, weil natürlich wissen die meisten Künstler, was sie wollen. Gerade Künstler, auf die ich Bock habe, mit denen zu arbeiten, die wissen sehr genau, was sie wollen. Aber auch da, dass du vielleicht nochmal den Feinschliff machst, mit den Künstlern über ihre Karriere sprichst, einen gemeinsamen Plan entwickelst, wo will man eigentlich hin, und den dann auch verfolgst. Und du darfst im Management auch auf gar keinen Fall jemand sein, der schnell die Flinte ins Korn schmeißt. Mhm. Und selbst wenn du einen Künstler hast, der vom Start weg so komplett durch die Decke geht, dann tauchen ja andere Probleme auf. Nur weil der Erfolg da ist, heißt das ja nicht, dass keine Probleme auftauchen. Und da musst du auch einfach krisenfest sein und auch für den Künstler jemand sein, auf den er sich einfach verlassen kann. Also ich glaube erstmal nicht, dass meine Künstler das machen würden, aber sie könnten ja theoretisch irgendwelche anderen dummen Entscheidungen treffen. Ich bin sehr froh, dass ich mit sehr mündigen, sehr erwachsenen Künstlern zusammenarbeite. Das sind jetzt keine Deppen, denen man da irgendwie alles erklären muss. Natürlich auch aufgrund meiner Vergangenheit, ich habe früher in meiner Finanzbranche gearbeitet und habe ein gewisses Grundverständnis dafür. Dann setzt man sich auch schon mal hin und sagt, hey, hast du schon mal überlegt, es gibt doch da ein paar Optionen, dass du das vielleicht so und so machst, dass du eine gewisse Anlagestrategie fährst. Aber ich meine, es hat sich ja auch umgesprochen, dass ich mit einem Künstler arbeite, der da ein deutlich besseres Händchen hat für als ich, der vielleicht auch mit Kryptowährungen da ganz gut unterwegs ist. Den brauche ich da nicht beraten, so, weil der ist eh besser als ich. Ich steckte 100.000 in Krypto und wurde anders reich. Ich gehe zu BMW, krieg Auto unter Listenpreis. Bevor ich ohne Lappen fahre, kaufe ich meiner Mama eins. Aber natürlich tust du das im Einzelfall. Natürlich machst du auch eine Finanzplanung in einem Moment, wo du zum Beispiel einen Major-Label-Deal machst. Da sagst du ja nicht, jetzt kommt Betrag X auf dein Konto und let's go, mal gucken, wie lange die Kohle reicht. Sondern du hast ja, wenn du schlau bist, dann hast du ja eine Vertragslaufzeit und schaust, okay, wir haben Betrag X über Zeitraum Y. Und jetzt schauen wir mal, was steht denn in diesem Bereich alles an? Was haben wir vor? Wie viele Projekte stemmen wir? Haben wir Angestellte? Haben wir Büromieten? Das heißt, du machst Budgetierungen. Das heißt, du gibst Budgets für einen Zeitraum ab. Weil du musst natürlich schon verhindern, gerade wenn jetzt ein Künstler, ich habe so einen bei mir nicht, aber wir denken uns jetzt mal einen Künstler aus, der das gar nicht im Hinterkopf hat. Der auch gar nicht darüber nachdenkt, dass ein Album Geld kostet oder ein Tape, Musikvideos etc. Und der verjubelt jetzt, weil er sich 10 Rolex-Uhren und 5 Porsches holt. Und jetzt steht er da und kann gar nichts mehr machen und hat jetzt kein Projekt abgegeben. Das ist natürlich eine komplett beschissene Situation. Das ist natürlich auch Aufgabe des Managements oder auch des Labels, dass man über sowas spricht und dass man da einen Plan aufstellt, natürlich. Ne? Aber ich setze jetzt mal voraus, dass jemand, der das erreichen will, auch mit genug Verstand an die Sache rangeht. Aber wir kennen auch Gegenbeispiele, ne? Aber es ist
ganz ehrlich, du willst Millionen machen und bist so ein Seppel, dass du alles für irgendwelche Porsches ausgibst, dann, ey, dann hast du es auch nicht anders verdient irgendwie. Also du, erstmal gibt es ja verschiedene Formen von Label-Deals, ne? Dass wenn Leute in die Branche reinkommen, offen gesagt, für mich war das bis vor 2-3 Jahren auch komplettes Neuland. Ich habe noch nie gewusst vorher, was ist ein Bandübernahmevertrag, was ist ein Vertriebsdeal, was ist ein JV-Deal. Und es gibt verschiedene Varianten von Label-Deals. Und dann muss man aber auch mit dem alteingesessenen Vorurteil aufräumen, dass viele Künstler denken, wenn sie zu einem Major gehen, dann macht das Major so und packt dich. Und dann gibt es diese alten 360-Grad-Deals, die heute niemand mehr macht, wo die live merged, alles mit abdecken. Heutzutage glaube ich bin jetzt nicht der ausgebuffte Profi, der da weiß, wie alles funktioniert. Aber das, was ich kennengelernt habe, ist, die meisten arbeiten mit Vertriebsdeals und im Zweifelsfall Bandübernahmeverträge. Das bedeutet, dass ein Major-Label deinen Vertrieb regelt, sich darum kümmert, dass deine Songs platziert werden, dass der Release funktioniert, dass nicht du um 12 Uhr davon ausgehst, dass dein Video rauskommt und dein Song rauskommt und es kommt gar nicht oder auf einem falschen Profil oder mit einem falschen Format. Klingt nach wenig, ist aber sehr wichtig. Und ich sehe immer wieder den Frust bei Künstlern, wenn sowas nicht funktioniert. Und da sind Major-Labels schon sehr gut drin, muss man sagen. Dazu gehört natürlich aber auch mehr als einfach nur den Vertrieb zu regeln. Diese Leute sind ja pfiffige Leute. Dieser alteingesessene Eindruck, dass da irgendwelche Leute im Anzug rumsitzen oder so, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das sind pfiffige junge Frauen und Männer, die ihre Arbeit verstehen, die selber Fans der Musik sind, weil was willst du mit jemandem zusammenarbeiten, der selber Rock hört und du bist aber im Hip-Hop oder im Trap-Bereich? Das macht keinen Sinn. So, diese Leute setzen sich also auch mit dir hin und hören mit dir die Musik der Künstler, mit den KünstlerInnen zusammen auch. Und dann wird natürlich auch darüber gesprochen, hey, der Song ist super stark, willst du den nicht vielleicht als erstes rausbringen? Meiner Meinung nach muss der Künstler immer im Driver-Seat sitzen und entscheiden, aber die bringen natürlich eine Meinung mit ein. Also ich finde erstmal, dass diese Verhandlungen sehr viel cooler ablaufen, als ich es mir vorgestellt habe, weil das tatsächlich nicht so ist, dass du mit Anwälten in einem Raum sitzt oder da wirklich so proaktiv über Zahlen geredet wird. Im ersten Schritt ist es ein gegenseitiges Kennenlernen, vibet man miteinander. Findet man die Leute cool, weil du vereinbarst ja auch die nächsten, keine Ahnung, je nach Zeitraum, die nächsten 2 Jahre, sagen wir mal, zusammenzuarbeiten. Da willst du ja auch nicht mit jemandem zusammenarbeiten, den du überhaupt nicht abkannst. Ne? Vibet man zusammen, kann man sich das vorstellen? Hat dein Gegenüber ein Feeling für den Künstler? Kann der Künstler aber auch wieder mit dem A&R gut? Und da geht es erstmal wirklich so drum, man lernt sich kennen, checkt einen Vibe ab. Und dann passiert eher im Hintergrund, dass man dann sagt, also man klar steckt auch in so einem Gespräch ab, was stellt man sich vor, was braucht man eigentlich, was kann das Label bieten. Aber dann passiert natürlich im Hintergrund so, wir stellen uns finanziell übrigens das vor. Das läuft da auch viel per Mail, ne? Aber dieses Klischee, dass da irgendwelche Anwälte am Tisch sitzen und Zettel über den Tisch geschoben werden, das gibt's ja so nicht. Ne? Jetzt ist es natürlich in Corona-Zeiten nochmal anders. Ich habe es zum Glück ja noch vorher kennengelernt, wenn es dann konkreter wird irgendwann. Ne? Und man merkt, man kann miteinander, man hat ähnliche Vorstellungen, es macht irgendwie Sinn für beide Seiten. Dann geht man natürlich auch schick essen. Klar, das passiert auch alles. Das ist vielleicht schon ein bisschen klischeebehaftet, aber es macht Spaß, es ist geil, das sind ja auch coole Leute so. Ich glaube, das kann man jetzt auch nicht so pauschal beantworten. Das Ding ist halt, ich bin ja jetzt auch nicht der super krasse Übermanager, der schon 30.000, jetzt nicht übertreiben, aber der 20 Deals schon in seinem Leben gemacht hat. Ich habe aber am Rande ja auch andere Geschichten mitbekommen. Manchmal geht es tatsächlich sehr schnell. Bei unserem ersten Deal haben wir uns sehr viel Zeit gelassen, weil wir wollten eine strategische Partnerschaft, eine langfristige Partnerschaft. Und wenn dann mehrere Interessenten da sind, dann willst du auch nicht zu schnell machen und vielleicht einen Fehler machen. Wir haben ja auch tatsächlich nach einem halben Jahr verhandeln, wo dann eigentlich schon feststand, wir gehen zu Sony. In der Nacht- und Nebelaktion hat sich alles nochmal über den Haufen geworfen und am nächsten Tag waren wir dann bei Universal. Das kann natürlich auch passieren. Und deshalb, wir haben uns bei uns hat es beim ersten Mal über ein halbes Jahr gedauert. Ich kann natürlich jetzt nicht auf verschiedene Themen irgendwie direkt eingehen, aber ich bin ja auch bei Themen, wo man jetzt nicht wirklich mich sieht oder denkt, dass ich damit zu tun habe, auch teilweise mit am Start oder berate Künstler, ohne dass ich davon einen finanziellen Vorteil habe, einfach weil sie Freunde sind. Manchmal geht es auch einfach viel schneller, weil Dinge Sinn machen, weil sie offensichtlich sind. Was ich dazu auch sagen wollte, dass hier dieser Eindruck auch einfach in diesem Format nicht aufkommt, was halt
halt ein bisschen blöd ist, ist, sowohl es auf der einen Seite gibt dieses Klischee vom Major-Label, was falsch ist, gibt es auf der anderen Seite aber auch viele Künstler, die mir auch privat bei Insta schreiben, die mich fragen, was muss ich machen, um den Deal zu bekommen. Und diese Denke ist falsch, weil ein Deal muss Sinn machen. Und es ist nicht so, dass nur weil du einen Deal hast, deine Karriere dann aufs nächste Level geschoben wird. Also ich zum Beispiel würde gar keinen Künstler mehr signen, der nicht eine gewisse kritische Masse erreicht hat. Sei denn, mir läuft jetzt ein Newcomer über den Weg, der mich umhaut. Dinge müssen Sinn machen und nicht, ey, ich will einen Deal, ich kriege meinen Bag und jetzt wird alles krass. Das ist ganz wichtig, dass Leute verstehen, dass nicht dieses Ziel im Kopf sein muss. Hauptsache, ich kriege einen Deal. Es gibt auch genug Künstler, ich meine, die Bolo Boys haben auch keinen Deal und läuft. So, und du musst nicht Hauptsache einen Deal machen. Aber es kann genug Situationen geben, wo ein Deal total Sinn macht. Wer weiß, kann ich ja nicht wissen. Vielleicht gibt es Leute, die 2 Jahre lang an einem Künstler dran sind, aber dann kommt der Zeitpunkt, wo es für beide voll Sinn macht auf einmal. Das gibt keine feste Grundlage da irgendwie zu. Naja, also das war ja sowieso, wir hatten gerade die Tour hinter uns und es war halt irgendwie so die geilste Zeit unseres Lebens. Es war halt, ich hatte auch das erste Mal in meinem, gut, das ging ja schon eine Zeit lang, aber für mich war es so, ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Team um mich geschart, mit denen ich so das wirklich mal erreichen kann, die meine perfekten Gegenspieler sind. Und es hat sich sowieso schon alles so geil angefühlt und dann waren wir im Metropol. Edusaya hatte den Laden da komplett bis unter die Decke ausverkauft. Die Location ist halt einfach super geil. Und dann haben wir diesen Deal gemacht. Und das ist natürlich schon ein Wahnsinnsgefühl so, ne? Vor allem, ich war jetzt nicht gerade so der Gewinner im Leben, der immer alles abgeräumt hat. Ich war eher so ein Typ, der immer alles verkackt hat. Und das ist dann natürlich auch für mich persönlich, natürlich ist das in erster Linie der Deal der Künstler gewesen, aber auch für mich persönlich ein Moment gewesen, wo ich mir gedacht habe, jetzt hast du es endlich mal auch irgendwie geschafft. Und diesen Gedanken nimmst du natürlich auch dann mit auf die Bühne. Ich bin jetzt nicht derjenige, der performt, aber im Hintergrund bin ich ja auch mit auf die Bühne gegangen immer. Du gehst auf die Bühne bei dieser Stimmung, das war schon ein toller Moment, keine Frage. So, wenn ich jetzt was anderes sagen würde, würde ich auch einfach lügen. Das ist ein super wichtiger Ansatz, das habe ich von Axel gelernt, weil viele denken immer so, ich kriege einen Deal und sehen Summe X. Keine Ahnung, du bist Rapper und ich bin ein Label und ich biete dir 10 Millionen Euro an und du sagst, das ist ja der Hammer. Aber dafür bist du die nächsten 30 Jahre bei mir und verpflichtest dich dazu, 60 Alben zu machen. Dann ist das ein komplett beschissener Deal. Du musst immer das bewerten, nicht nach einer Summe oder vielleicht noch einer Laufzeit, sondern das, was du eben gerade gesagt hast, was bringe ich denn als Künstler mit ein? Wie viele Projekte, also EPs, Alben, Tapes, Songs, wie viel davon mit Musikvideo und so weiter und so fort. Du musst das ja klar definieren und danach orientiert sich das. Und dann kannst du auch bewerten, ist die Summe viel oder wenig. Du musst das immer als Gesamtes sehen. Und es geht natürlich in erster Linie nach Songanzahl, Projektanzahl, dann nochmal auf Musikvideos runtergebrochen. Dann gibt es noch Splits, wie hoch ist ein Split? Ne? Auch eine Summe kann erstmal cool klingen und dann, das würde jetzt wahrscheinlich im Normalfall mit einem Major-Label nicht passieren, dass sie da irgendwie einen völlig unangemessenen Split anbieten. Auch die verhandeln, die müssen ja auch Geld verdienen, aber da würde ja keiner dir irgendwie so ein Ding auf den Tisch legen, dass du 3% bekommst und die 97. Aber du musst das Gesamte sehen, weißt du? Du musst schauen, was bringe ich mit ein, was bringen die mit ein und dann, was ist gesamter Gegenstand des Vertrages und das musst du als Gesamtes beleuchten. Und auch das hat mir Axel beigebracht und ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich da geteacht hat. Ne, ich freue mich ja da persönlich diebisch drüber. Ich war nie so ein riesen Deutschrap-Fan. Das ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Jeder hat einen anderen Geschmack und ich bin einfach nicht so der Fan von hartem Street-Rap oder sowas. Ne, das catcht mich musikalisch einfach nicht. Ich denke, dass Leute wie Greeny oder Young Horn oder Rin einfach die Tür aufgemacht haben für dieses neue, natürlich den Credit für Money Boy darf man auf keinen Fall vergessen und viele andere, ich will hier keinen vergessen, aber auch nicht jeden aufzählen müssen. Und das macht mich sehr glücklich, weil das die Musik ist, die jetzt stattfindet, die ich selber gerne höre, die ich liebe so. Und ich finde das total geil, dass diese Grenzen aufgebrochen sind. Diese Hip-Hop-Polizei, die es früher gab, die hat einfach gar nichts mehr zu melden und das ist auch gut so. Und es gibt ja noch irgendwie so bei, sag ich mal, Mitbewerbern von euch, Communities, wo ich mir manchmal denke, hey Leute, Alter, ihr seid so ewig gestrig, ihr seid gar nicht mehr offen für Neues. Und das finde ich auch selber so schade, weil ich weiß noch ganz genau, als ich früher das erste Mal angefangen habe, Deutschrap zu hören, das war so zu Zeiten von Azad und Agro Berlin und so. Und ich weiß noch, als ich das damals gehört habe und das Älteren gezeigt habe, haben die gesagt, das ist voll scheiße, das hat nichts mit Rap zu tun. Das sind diese Hängengebliebenen, die sind dann irgendwann mit 18, 19, bleiben die stehen. Und alles, was nach dieser Zeit rauskommt, ist per se scheiße. Und da stelle ich mir immer die Frage, merkt ihr gar nicht, dass ihr zu dem geworden seid,
die zu den gleichen Personen, die früher zu euch kamen und euch gesagt haben, das ist scheiße. Ihr seid genau diese Opfer geworden, die ihr scheiße fandet. Das Ding ist halt einfach, dass ich es eine diebische Freude empfinde, dass solche Jungs heute so mit diesen Grenzen aufräumen, dass auch Dinge nicht mehr nur Rap sind, sondern auch in den Indie-Bereich gehen, andere gehen in den elektrischen Bereich, dass es Trap gibt, Unterbereiche von Trap. Und all das, das macht mich total glücklich, dass diese Grenzen auch in Deutschland aufgebrochen werden, wie das halt vor 4, 5 Jahren oder eigentlich noch viel früher in Amerika schon der Fall war. Das macht mich total glücklich. Das ist eigentlich so das Geilste von allem, so, dass das möglich ist. Ich meine, als ob ein Jan mit Messer vor 10 Jahren möglich gewesen wäre. So, ne? Und das ist halt einfach nice. Das ist super nice. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich irgendwie einen gewissen Mehrwert hier mit reinbringen konnte. Ich sitze ja jetzt nicht hier, um mich irgendwie wichtig zu machen, sondern ich habe wirklich auch den Anspruch und den Ansatz, dass junge Leute merken, okay, ich kann mir was aufbauen. Ich muss das auch wirklich wie eine Unternehmung, wie eine Firma sehen. Ich kann da langfristig was machen und ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn weitere Teams, junge Künstler, vielleicht auch junge Manager, junge Labels entstehen und ihren Weg gehen und ich vielleicht durch, wenn es nur ein Satz ist, den ich hier heute gesagt habe, irgendeinen Beitrag dazu geleistet habe, um jemanden zu inspirieren. Das würde mich wirklich total freuen.